Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video und heute geht es mal wieder um ein iPhone Case und zwar von einer meiner Lieblingsfirmen für iCases und zwar von der Firma Spigen. Und zwar haben wir hier das iPhone XS Max Tough Armor Case und das Ganze ist wie gesagt von Spigen. Es ist form-fitted for device, Ultimate Everyday Protection, Stable Mounting, Adjustable. Wir haben hier eine Green Campaign. Das Ganze ist hier Recycling, Less Waste, Light Package. Wie gesagt, Form-Fitted, Everyday Protection, Stable Mounting. Das Ganze hat auch nicht so viel gekostet. An der Seite haben wir dieses Orange vom Spigen, was immer ganz normal von denen da drauf ist. Ich werde jetzt mal ganz kurz die Belichtung etwas verbessern. Kleinen Moment. Ich glaube, so ist etwas besser. Genau. Und jetzt packe ich das Ganze mal aus. Das Ganze ziehen wir einfach hier raus. Das ist relativ einfach gemacht. Flapp. Sonst ist nichts drin. Das kommt auf die Seite. Dann haben wir hier das Case. Kurze Installationsanleitung. Auch zur Seite. Müll auch zur Seite. Und hier haben wir das Case in Schwarz. Wir schauen uns das Ganze mal an, wie das jetzt aussehen würde, wenn ich das iPhone rein tue. Ich mache es nochmal schnell sauber. Zack. Jo, also da merkt man schon deutlich, dass das ein richtig starkes Case ist, was wirklich schönen Schutz bietet. Wir haben unten Lautsprechergrill ausgespart, den Anschluss, Ladeanschluss ausgespart. Dann haben wir an der Seite Lautstärke-Wippe, lauter, leiser. Wir haben den Mute-Switch. Ja, der ist. Man kommt ran, es ist aber etwas schwieriger, weil es da doch relativ tief ist. Ja, aber es geht. Und den Power-Button, Außeneinschalter. Auch gut. Hinten ist das Apple-Logo ausgespart, Kamera. Dann haben wir noch den Kickstand. Das heißt, man kann das hier entsprechend hinstellen. Das Ganze geht dann eben so. Zack, dann kann man das Ganze zum Videos gucken hinstellen. Auch ziemlich cool. Oder eben, ja, theoretisch, na, so eher nicht, aber so kann man es auch noch hinlegen. Also auch eine coole Sache, Kickstand mit drin, wer auf sowas steht. Ich finde es ganz witzig. Schauen wir mal, ob Wireless Charging funktioniert. Wireless Charging funktioniert. Funktioniert auch wunderbar. Also auch das, gar kein Problem mit dem Spiegencase. Ich würde sagen, ich sag mal, sucht, was besser schützt, der sollte definitiv das Spiegencase mal anschauen, weil die anderen Cases, die ich sonst so habe, sind meistens etwas eher vom Design her schicker. Aber hier würde ich sagen, ist definitiv der Schutz am besten. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung, ist etwas teurer. Ich glaube, das hat bis zu 20 € gekostet, das Case. Wenn ihr es kaufen wollt, ja, könnt ihr gerne machen. Wenn ihr damit mit dem Link was kauft, so wie alle Links bei mir, sind immer Affiliate-Links. Das heißt, ihr würdet mich da ein bisschen unterstützen. Das heißt, wenn ich das nicht mehr Geld bezahle, das heißt nur, kennt ihr wahrscheinlich schon, dass ich einen kleinen Provisionsanteil bekomme. Falls euch das Video gefallen hat, wünsche ich mir einen Daumen hoch von euch und ein Abo auf meinem Kanal würde ich mich auch sehr freuen. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!